Ein Tag im Leben eines kalifornischen Rosinenanbauers beginnt wie jeder andere. Der Tag begrüßt ihn mit dem idealen Mikroklima des San Joaquin Valley und mit üppigem Sonnenschein. Die besten Bedingungen, um perfekte Rosinen zu erhalten. Im Gegenzug geben auch die Farmer ihr Bestes. Sie arbeiten hart daran, die hohen Standards noch weiter zu verbessern. Genau wie all die Generationen vor ihnen. Angespornt vom Wissen, dass ihre Anstrengungen eine nährstoffreiche Köstlichkeit hervorbringen werden, die Menschen jeden Alters auf der ganzen Welt lieben. Auch jetzt sind unsere Farmer wieder bei der Arbeit und nutzen ihre Ländereien so produktiv wie möglich, um auch dieses Jahr wieder über 330.000 Tonnen Rosinen von höchster Qualität zu liefern. Die Farmer und Packer erreichen all dies, weil sie sich auch an die Qualitätsstandards des US-Landwirtschaftsministeriums sowie an die Standards von Verpackern und deren Kunden halten. Glücklicherweise ist das für unsere Farmer nichts Neues. Sie waren bereits Experten für Nachhaltigkeit, als dieser Begriff noch nicht in Mode war. Wie sagte es die Frau eines Farmers so schön? Wir müssen vorsichtig sein, denn wir trinken dasselbe Wasser wie unsere Reben. Obwohl die Winterschneeschmelze in den Bergen der Sierra Nevada von Frühjahr bis in den späten Sommer hineinreicht und Kanäle und Brunnen versorgt, entwickelt sich die Tropfbewässerung zur vorherrschenden Methode, um wirklich jeden kostbaren Tropfen Wasser zu bewahren. Dank der üppigen, sauberen Sonnenenergie kann jährlich eine riesige Menge Erdgas eingespart werden. Denn die Sonne und der aufgeheizte Boden verwandeln die Trauben in Rosinen, entweder direkt an der Rebe oder auf Trägern aus recyceltem Papier. Die kalifornischen Rosinenfarmer sind natürlich stolz auf ihre gute Energiebilanz, die ihnen das San Joaquin Valley auf natürliche Weise liefert. Alle rosinenverarbeitenden Standorte, insgesamt knapp über 20, sind weniger als 100 Kilometer von der Stadt Fresno entfernt. Und weil die Anbaugebiete nah an der Westküste liegen, wird auch weniger Energie benötigt, um die California Raisins auf ihren Weg zum Rest der Welt zu bringen. Doch die vielleicht wichtigste Gemeinsamkeit unter den kalifornischen Rosinenanbauern ist ihr kontinuierliches Streben nach einem immer besseren Endprodukt, nach besseren Rebstöcken, besseren Traubenvarianten und optimierten Prozessen. Das Ergebnis ist ein Geschenk in Form einer der reinsten und köstlichsten getrockneten Früchte auf dem Planeten, der völlig naturbelassenen kalifornischen Rosine.